Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Transport Fever 2 im Schönbau, hier von unserem Leipziger Hauptbahnhof. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ich kann eine frohe Kunde verkünden. Es sind alle Bahnsteige mittlerweile angeschlossen und alles läuft reibungslos. Ich habe fast überhaupt gar keinen Zugstau. Es kommt hier und da mal vor, dass ein Zug mal warten muss, bis er einfahren darf, aber das ist wirklich, ja, nicht gerade häufig und ist auch, na, wie sagt man denn, vernachlässigbar, genau. Ja, ich habe auch einiges weitergebaut. Ihr seht, das Gleisvorfeld ist ein bisschen grüner geworden. Ich habe den ganzen Sonntag, ich glaube, ich habe um 12 angefangen, bis abends um 8, mit Pausen natürlich, nur Büsche und Bäume gesetzt und wie ihr hier vorne im Vordergrund schon seht, ein paar Assets. Und am Montagabend auch nochmal 2 Stunden. Also das war schon wirklich, ja, ich habe jetzt glaube ich eine Grünzeug, eine Pflanzen- und Baumphobie, aber natürlich hat es auch Spaß gemacht. Wenn man hier das Endprodukt sieht, da macht das Ganze schon sehr, sehr Spaß. Ja, wir fangen mal an. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, ja, fangen wir mal hier vorne an. Fangen wir erstmal hier an. Ich habe jetzt schon zweimal eine Meinung bekommen, dass hier, diese Werbung, die hier steht, das wäre unrealistisch und ich sollte sie doch wieder wegnehmen. Ich hätte mal gerne eure Meinung dazu. Ich sollte doch lieber hier hinten an das Gebäude Werbung dran machen. Das werde ich wahrscheinlich auch noch tun. Aber hier, das würde ich schon gern stehen lassen. Ich habe so einen Steinsockel drunter gemacht. Aber sagt mir doch einfach mal, was ihr meint. Ja, gehen wir erstmal hier hin. Hier habe ich, was ich mir ja vorgenommen hatte in dem Bereich, tote Gleise gebaut. Hier war früher mal eine Verladung. Ich habe hier wirklich alles zugewuchert. Ich habe teilweise einzeln die Büsche hier reingesetzt. Wirklich, da dachte ich mir, da fehlt noch einer und da fehlt noch einer. Dann habe ich hier auf die Rampe Holz draufgeschmissen, Fässer. Hier mit Texturen gearbeitet, Wasser. Hier noch so alte Holzgerüste hingestellt, haben natürlich gleich wieder welche genutzt und hier gesprüht und wirklich zugewuchert ohne Ende. Hier noch eine alte Schranke rein, mit Graffitis natürlich gearbeitet. Und das Endergebnis muss ich euch sagen, mir gefällt es sehr gut, aber Eigenlob stinkt. Ich würde gern eure Meinung wissen. Also ich finde das schon sehr, sehr stimmig. Es gibt ja auch eine Schotterbett-Mod. Die habe ich auch installiert. Das kann ich euch mal zeigen, wie das aussieht. Mir hat es nicht gefallen. Das hätte nicht gepasst. Das sieht einfach viel zu glänzend aus. Wenn man hier Nein macht, das passt halt einfach nicht. Das ist, ja. Gefällt mir nicht. Ich werde die auch wieder runternehmen. Weil das Schotterbett sieht ja überhaupt nicht aus wie das Schotterbett, was wir hier haben. Habe ich hier noch einen Wartungszugang? Da habe ich den Weg natürlich freigelassen. Einen Zaun drum gebaut. Und wenn wir mal das Kameratool anmachen und Richtung Bahnhof filmen, das ist schon, ja, wie soll ich sagen? Ich finde, das sieht schon so aus, als könnte das so in echt auch zugewuchert sein. Allein in dem Bereich habe ich bestimmt 2 Stunden gesessen. Das habe ich am Montagabend noch gemacht. Also die Gebäude hier standen schon, ich hatte hier die Gebäude reingesetzt, die Gleise gezogen, das war halt Rohbau. Und dann habe ich hier halt alles verkleidet. Habe auch hier vorne den Bereich schon mal angefangen. Hier. Hier so einen kleinen Weg aufgemalt, der zu dem Wasserturm führt. Den Zaun. Kann man schon so lassen, würde ich mal behaupten.
Vielleicht fehlen hier in dem Bereich noch ein, zwei Tonnen oder. Mal gucken, was ich da noch hinschmeiße. Dann habe ich hier so was Ähnliches gebaut. Hier vorne ist so ein, ja, so ein jugendlichen Treff, würde ich jetzt mal sagen. Hier stehen ein paar Plastikstühle und eine Feuerstelle. Geht so ein Weg hin. Da werde ich aber auch noch mal in die Mitte, habe ich mir vorhin überlegt. Könnte das ja mal eben zusammen machen. Da werde ich den Haselnuss hier auf ganz klein stellen. Ein bisschen noch weiter im Boden versenken. Und dann ein bisschen hochholen. Und dann kann man hier ja in die Mitte auch noch. Ne? Halt so ganz leicht, dass hier in der Mitte alles noch zugewachsen ist. Ja, und dann geht es hier auch zu so einem alten, verlassenen Gebäude. Hier auch so ein paar Müllsäcke reingeschmissen. Und hier habe ich mal so, ja, Efeu angedeutet, der hier hochwächst. Darunter ist Graffiti. Das wäre halt cool, wenn man so Efeu hätte, wie das Graffiti, was man hier so dran kleben könnte. Das wäre genial. Hier auch auf der Seite. Und immer halt auch mit den Graffitis gearbeitet, ne? Das kennt man ja auch von so alten, verlassenen Ruinen. Da sind die Sprayer natürlich unterwegs. Und dann habe ich hier, was soll ich sagen, ja, fast so einen Schrottplatz gebaut. Nein, Quatsch. Einfach Gerümpel reingeschmissen. Und auch das finde ich sehr stimmig. Einfach die Assets durchgegangen, einmal rauf, einmal runter und geguckt, was man hier so reinschmeißen könnte. Gefällt mir. Und dann auf der Seite endet das Ganze dann so. Hier ist ja dann das Betriebswerk. Und hier werde ich dann, ja, vielleicht lasse ich das sogar so. Man muss ja nicht alles voll zugrünen. Hier auch nochmal Gerüste hingestellt. Dann habe ich hier drüben einfach die Gebäude, die Industriegebäude mit den Assets gesetzt. Auch noch so ein bisschen hier diese neuen Anhänger reingestellt. Auch noch ein paar Fahrzeuge. Auch mit den Texturen gespielt. Das seht ihr hier auch wieder. Ja, und hier, ja, ich denke, hier wird auch alles zugewuchert. Was ich euch auch zeigen wollte, ist die Linien. Und ja, ich habe hier noch einen Überblick. Das ist schon heftig. Aber es läuft. Ist schon krass, muss ich schon sagen. Also, dass ich das hinbekommen habe, ich glaube, das schaffe ich auch kein zweites Mal. Und ich habe auch echt geguckt, dass ich wirklich Variationen drin habe. Und ich will kein Gemecker hören. Ja, hier fahren auch Züge, die sonst sich wahrscheinlich in echt nie treffen. Ich habe den KISS, den Railjet, dann habe ich hier die 420er. Ich habe natürlich den ICE. Ich habe Intercity-Wagen, Wittenberger Wagen. Also hier fährt einiges. Habe ich die Taurus der MRCI hier mit den alten roten Intercity-Wagen. Dann ist hier so eine kleine Betankungsstelle entstanden. Ist aber auch noch nicht fertig. Hier vorne muss ich noch. Habe ich halt auch schon mal ein bisschen was geparkt. Hier auch schon mal mit Graffitis gearbeitet. Und viel Grünzeug.
Hier ist auch schon mal Werbung dran. Genauso wie an der Brücke. Da habe ich auch Werbung dran geklebt. Kommt die S-Bahn aus dem Tunnel. Ein paar Güterwaggons stehen hier. Achso, ich habe hier vorne, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier habe ich mit der, nee, Flughafen wollten wir nicht. Hier habe ich mit der, mit dem Festungsbau war das, glaube ich. Was mit dem Festungsbau? Genau, da gibt es ja hier diese Dinger. Die habe ich einfach im Boden versenkt. Ne? Da gab es Typ A war das. Und dann habe ich die hier hingebaut. So einmal rundherum. Und hier stand früher mal ein Haus, Lagerhalle, was auch immer. Wurde abgerissen, steht nur noch das Fundament. Oder auch hier einfach mal so ein Bordstein reingezogen, ne? Einmal hier durch. Ja. Und dann habe ich hier hinten. Moment. Mal gerade was gucken. Nee, ist gerade keiner unterwegs. Ich habe hier nämlich auch Leute laufen. Hier kommen wir nämlich zu unseren Kleingärten. Genau, hier läuft jemand und der läuft nach hier hinten. Dorthin. Zu dem Gebäude. Damit wir nämlich schön auch mal hier durchs Gleisvorfeld laufen können. Ne? Können wir hier schön durchlaufen. Werden wir dann auch noch mal machen. Ja, und hier sind dann die Kleingärten entstanden. Zwischen den Abstellgleisen hier oben und der Strecke hier unten habe ich mir hier Kleingärten reingezogen. Und hier ist der Parkplatz. Natürlich auch wieder Graffitis an links und rechts. Hier ist dann das kleine, ja, Vereinsheim. Kann man Kaffee trinken, Kuchen essen. Kleinen Spielplatz habe ich hier angesiedelt. Und man kann einmal hier durchlaufen, um zu den Gärten hier hinten zu kommen. Und dann natürlich hier vorne. Kann man auch mit dem Auto reinfahren. Noch extra einen Bahnübergang angesiedelt. Extra für die Kleingärtner. Ja, hier ist dann auch alles zugewuchert, mitten im Hochsommer, alles blüht. Und ja, die Kleingärten sind dann ganz schlicht. Hier Erdtextur, 6 Holunderbüsche, ein bisschen Mohn und sonst halt mit Kleingarten-Assets und den Spielplatz-Assets gearbeitet. Natürlich Zäune drum. Ja, das ist wirklich nichts Wildes. Ich habe halt erst die Zäune hier drum gesetzt. Dann mir das Ganze hier quer eingeteilt. Einen Zaun immer weggenommen als Eingang. Das Problem hier war, wir haben hier unten drunter den Tunnel. Und ihr glaubt nicht, wie schwierig das war, hier die Zäune reinzuziehen. Das war echt schon eine Qual. Aber es hat dann am Ende doch geklappt. Und ja, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Wie gesagt, ihr malt euch hier den Erdboden an und dann nehmt ihr euch einfach hier die Bäume in verschiedenen Größen Mod und dann setzt ihr euch hier einfach nach Belieben. Könnt ihr auch Holunderbüsche nehmen, könnt ihr hier in der Größe, könnt ihr die hier nehmen. Dann habe ich auch mal hier den Ahornbaum genommen und den einfach komplett im Boden versenkt. Kann man auch machen, wie ihr möchtet. Natürlich fehlen hier noch die Sims, die werde ich auch noch setzen.
Schön, schön. Ja, wir haben ja hier so einen kleinen Bereich frei, den ich oder den hier. Ich wollte euch nämlich zeigen, wenn ihr hier die Akazie nimmt und stellt die auf 75 und versenkt die so ein bisschen im Boden. Das ist halt echt. Da könnt ihr viel Fläche mit verbauen. Das bedeckt halt auch gut den Boden. Und dann nehme ich ganz gerne auch immer die Weide. Das sind diese Büsche hier. Und damit dekoriere ich dann auch gerne aus. Ja, und so könnt ihr euch auch in Windeseile die Bereiche wunderbar zubauen. Fährt die Hamsterbacke oben drüber. Ach, schön. Ich glaube, insgesamt über 70 Züge fahren hier jetzt ein und aus. Das meine ich halt. Hier habe ich die Silberlinge. Passt jetzt natürlich nicht zu einem Railjet. Aber mir gefällt's und das ist wichtig. Ja, das soll es gewesen sein. Sieht schon ganz stimmig aus. Und wenn man hier so die Kamera hält, können wir hier auf 35. Und wenn man von hier filmt, könnte man schon glatt einen Zeitraffer aufnehmen. Könnte ich den ganzen Tag zugucken. Und das ist dann wirklich, ich sag das so oft, das ist halt der Lohn der Arbeit, die da drin steckt, ne? Ist halt einfach mega, wenn man Sachen gebaut hat, ihr kennt das Gefühl selber, und sich dann das Ergebnis anguckt und es sieht einfach toll aus und es macht Spaß zuzugucken und wenn dann die Züge auch noch so fahren, wie man sich das vorgestellt hat, ist halt einfach Bombe. Sehr, sehr geil. Aber gerade hier vorne, so in dem Bereich der Tankstellen, da kann man natürlich noch ein bisschen pimpen, ne? Da fehlt mir noch ein bisschen was. Aber sonst so der hintere Bereich, das kann man schon mal so lassen. Jetzt haben wir vier Einfahrten auf einmal. Kommt der fünfte. Und es läuft halt wirklich alles. Und was mich so wundert, ist, dass die Performance nicht in den Eimer geht. Ich spiele immer noch mit höchsten Einstellungen. Und die Performance ist immer noch super. Obwohl so viele Linien fahren. Also muss ich schon sagen, man meckert immer viel über Transportfieber. Aber ich kann mich nicht beklagen. Ich habe viele bei uns in der Community, die sagen, bei mir, die Show, würde gar nichts mehr gehen. Mit sich den besten Rechner. Ich habe einen AMD Ryzen 5 2400, glaube ich. 6 Kern. Ich habe halt 32 GB RAM. Und eine 1060 Ti mit 6 GB RAM. Steam liegt bei mir auf der SSD. Und die Spiele von Steam halt auf der HDD. Und mein Vater hat mir den Computer zusammengestellt. Der hat halt zwischen die zwei Festplatten, zwischen die SSD und die HDD, hat er halt noch irgendwas, hat er mir erklärt, ich bin. Hardware-Computer bin ich überhaupt nicht. Da kenne ich mich gar nicht aus. Er hat mir aber erklärt, er hat da irgendwas dazwischen gebaut, dass die HDD auch schneller läuft. Und ja, es scheint sich auszuzahlen. Okay, meine Lieben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über Bewertung und Kritik und Meinungen sehr freuen.
und mich natürlich auch freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao.